Kennen Sie den Begriff Sepsis? Aber haben Sie sich einmal eingehender mit dem Thema Blutvergiftung auseinandergesetzt? Kennen Sie die Ursachen und Symptome der Erkrankung? Vermutlich haben Sie geantwortet, wie die meisten Menschen hierzulande. Der Begriff sagt mir etwas, aber erkennen würde ich das Krankheitsbild nicht. Nur 17% der Bundesbürger wissen, dass einer Sepsis eine Infektion zugrunde liegt, gegen die es Impfungen gibt, beispielsweise gegen Pneumokokken oder Influenza. Eine Sepsis ist ein Notfall. Eine rasche Behandlung erhöht die Überlebenschance. Dabei gilt, jede Stunde zählt. Und weil das so ist und selbst Angehörige medizinischer Fachgruppen nicht immer sofort eine Sepsis diagnostizieren, bin ich dem Aktionsbündnis Patientensicherheit und seinen Partnerorganisationen dankbar, dass sie die Aufklärungskampagne Deutschland erkennt Sepsis ins Leben gerufen haben. Und ich freue mich, dass ich die Schirmherrschaft übernehmen durfte. Ein großes Informationsangebot ist zu finden auf der Homepage www.deutschlanderkenntsepsis.de. Hier stehen Flyer, ausführliche Informationsbroschüren und konkrete Handlungsempfehlungen zur Verfügung. Hier finden Sie Antworten auf meine eingangs gestellten Fragen zu Ursachen und Symptomen der Erkrankung. Da ein erheblicher Teil der Sepsisfälle außerhalb einer Klinik auftritt, ist das Erkennen oder zumindest das daran Denken für jede und jeden von uns so wichtig. Denn die Symptome einer Sepsis ähneln häufig einem grippalen Infekt und werden daher oft nicht schnell genug erkannt. Patienten klagen beispielsweise über Unwohlsein, Abgeschlagenheit, ein starkes Krankheitsgefühl, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verwirrtheit, Schüttelfrost oder auch hohes Fieber. Wer eine oder mehrere mögliche Sepsissymptome bei sich oder einem Angehörigen feststellt, muss schnellstmöglich einen Arzt aufsuchen und direkt nachfragen, ob eine Sepsis vorliegen könnte. Diese Frage kann Leben retten. Aber nicht nur rasche Diagnostik und schnelle Therapie sind entscheidend, sondern auch die Prävention. Schätzungen gehen davon aus, dass jedes Jahr in Deutschland 15.000 bis 20.000 Todesfälle durch Sepsis mit Hilfe einer besseren Aufklärung über die Symptome und die Präventionsmöglichkeiten vermieden werden könnten. Die groß angelegte Aufklärungskampagne Deutschland erkennt Sepsis kann hier einen wichtigen Beitrag leisten. Ich danke dem Aktionsbündnis Patientensicherheit, der Sepsis-Stiftung, dem Sepsis-Dialog und der Deutschen Sepsis-Hilfe nochmals für diese Kampagne und hoffe, dass die klaren Botschaften möglichst viele Menschen erreichen. Zukünftig sollte die Frage, könnte es eine Sepsis sein, in den entsprechenden Situationen zur Selbstverständlichkeit werden. Bleiben Sie aufmerksam, vor allem aber bleiben Sie gesund.